Herzlich willkommen zu einer neuen App-Review auf dem iPod Touch beziehungsweise zu einem App-Review-Pack. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, werde ich euch mehrere Apps zeigen oder eben mindestens zwei, denke ich mal, dürften gehen. Und wir starten direkt mit einem Programm für RSS-Feeds. Wer nicht weiß, was RSS-Feeds sind, der googelt das bitte oder schaut bei Adisco-Video oder je nachdem, die haben da bestimmt schon Videos drüber gemacht. Ich selber noch nicht und das jetzt zu erklären wäre jetzt auch, denke ich, nicht der Sinn dieses Videos. Nur ganz kurz, RSS ist eben die Möglichkeit, Updates von Seiten zu bekommen, ohne diese direkt besuchen zu müssen. Und wir schauen uns jetzt mal das Programm Reader an, geschrieben R-E-D-D-E-R, also nicht mit E-A, sondern mit E-E. Und diese App kostet 2,59 € im deutschen App Store und ist grafisch auf jeden Fall sehr schön aufgemacht. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. So, das Ganze startet und wir haben jetzt hier die Benutzeroberfläche. Das ist das, was ihr beim zweiten Start angezeigt bekommt, wenn ihr das Ganze konfiguriert habt. Am Anfang bekommt ihr die Möglichkeit, euren Google Reader zu synken. Und das heißt ganz einfach, dieses Programm funktioniert mit Google Reader. Was ist Google Reader? Google Reader ist eben auch eine Möglichkeit, RSS-Feeds zu verwalten. Dort meldet ihr euch an. Wenn ihr einen Google-Account habt, könnt ihr das ganz einfach zu eurem Google-Konto hinzufügen, dieser Reader. Und dort gebt ihr einfach Feeds an, wie zum Beispiel auf meiner Homepage, wenn ihr da drauf geht, rexprojects.de und dann auf Homepage, da findet ihr auch einen RSS-Reader. Und wenn ihr diesen Link bei eurem Reader dann abonniert sozusagen, dann wird das eben hier in diesem Programm synchronisiert. Und wie ich schon gesagt habe, das Programm ist nicht eigenständig oder sowas mit Links, sondern synchronisiert sich mit Google Reader. Und wir sehen hier unten ein kleines Zeichen, ein kleiner Pfeil, und wenn wir den klicken, das tut er aber auch schon bei jedem Start automatisch, synchronisiert er sich jetzt übers Internet mit Google und das dauert jetzt einen Moment und er schaut, ob es was Neues gibt, aber wahrscheinlich nicht. Also lassen wir einfach kurz laufen, so, das Ganze ist wieder heller geworden, wir sehen, wir haben nichts Neues, eben das eine in iTunes, was schon vorher da war. Und so einfach dieses Programm auch aufgebaut ist, trotzdem hat es recht viele Möglichkeiten und wir fangen jetzt einfach mal an mit den Gruppen. Also eigentlich kann man gar nicht so viel zu Programmen an sich sagen, denn wie gesagt, es synchronisiert sich mit Google und somit sind Ordner erstellen und die ganzen Links verwalten, das ist in diesem Programm jetzt nicht möglich. Also ihr seht, ich habe hier Ordner, Folders steht hier, also Ordner zu Deutsch, und da steht hier Apple News, Grafik, iTunes und YouTube Community, und in Apple News habe ich einfach was über Apple, wie zum Beispiel Touchmania, das Dev Chronic Team und andere Dinge. In Grafik habe ich eben was Grafik, da habe ich wahrscheinlich gerade dieses Iconspedia drin, und iTunes, natürlich iTunes, selbstredend. Und wir können hier jetzt sehen, aha, Apple News, vielleicht gibt es da was Neues. Also gibt es natürlich nicht, ich habe hier keine Zahl, aber wir nehmen es jetzt mal an. Dann klicke ich hier einfach auf Apple News und ich bekomme alle RSS-Feeds geordnet an Tagen. Also hier steht jetzt Donnerstag, dann haben wir hier den Mittwoch. Mehr habe ich jetzt gar nicht, weil so lange habe ich die App noch nicht. Und auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, das Ganze übersichtlich zu haben. Man hat sofort alles auf einen Blick, was sich in diesem Ordner befindet. Also wir sehen hier an dem kleinen Icon an der Seite, das hier, hups, das ist jetzt Touchmania. Wenn man es natürlich sieht, man sieht es auch an der Überschrift, steht hier Touchmania. Ich zoome mal ein kleines bisschen ran. So, da haben wir Touchmania und das kleine Icon von Touchmania in diesem Reader. Ja, und hier haben wir eben das Icon und Touchmania, und jetzt können wir mal schauen, ist sonst nichts anderes drin. Also von den anderen gab es noch gar keine Updates. Und wir können das Ganze aber auch spezifizieren. Wenn wir also jetzt nicht alles sehen möchten, dann klicken wir auf diesen kleinen Pfeil und wir sehen jetzt die einzelnen RSS-Feeds, die ich hier gespeichert habe. Also einmal das Chronic Dev Team, also der Chronic Dev Blog, dann mehr Spaß denn je im Touchmania. Und da kann ich jetzt einfach mal nochmal das Ganze spezifizieren, aber da ist noch nichts drin. Und das ist eigentlich auch ein Nachteil dieses Programms, denn es synchronisiert nur die neuen Dinge und nicht die alten. Also heißt, wenn ich jetzt wirklich alles auf diesem Programm haben möchte, dann muss ich erst in Google Reader gehen und muss alles als ungelesen markieren, dann einmal synchronisieren, dann kann ich wieder alles als gelesen markieren. An sich nicht das große Ding, aber es ist auf jeden Fall schade, dass ich hier nicht gleich alles auf einen Blick habe, sondern eben nur die Dinge, die jetzt in der Zukunft dazukommen werden. Dann als Möglichkeiten hier unten in der Leiste sehen wir noch das Ungelesen, das heißt, wir sehen hier sofort, was ist ungelesen. Wenn man jetzt ganz viele neue Updates bekommen hat, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, bei einem jetzt natürlich nicht, aber wie gesagt, wenn man vieles hat. Und wir können das Ganze als Stared noch sozusagen kennzeichnen, das heißt, alles, was wir denken, hey, da möchte ich später nochmal drauf gucken, das ist wichtig oder das ist wirklich sehr interessant, dann markiere ich das einfach mit einem Stern und der wird mir dann hier aufgelistet, wenn ich da etwas drin hätte. So, schauen wir uns nochmal das Ganze an. Wir gehen jetzt mal auf iTunes und wir sehen jetzt hier einmal iTunes Store Top Free Applications habe ich hier und Top Paid Applications. Und da ist jetzt hier bei Free Applications noch eine 1, das heißt, ich habe hier noch was, klicke ich mal drauf, aha, World War,
Klicke ich auch mal drauf und dann kann ich mir das Ganze anschauen. Kostet jetzt gerade nichts, 21 Honor Points. Kann mir das Ganze durchlesen, was hier so angeboten wird von dem Entwickler Storm, Storm 8 oder Storm 9, je nachdem. Und habe jetzt hier auch wieder mehrere Möglichkeiten. Das heißt einmal zum Beispiel, ich bin unterwegs und habe das jetzt schon gelesen, bin aber gar nicht dazu gekommen, alles zu lesen. Und dann klicke ich einfach hier unten auf diesen kleinen Punkt und das Ganze wird wieder als ungelesen markiert. Oder, wie gesagt, es gefällt mir ganz gut, dann markiere ich es eben mit einem Stern und somit wird es dann in meiner Favoritenliste angezeigt. Dann, wenn wir mehrere Tweets hier drin haben, Feeds hier drin haben, mehrere Updates, können wir das Ganze hier noch wechseln mit diesen Pfeilen. Da kommen wir gleich zum nächsten und wieder zum nächsten und wieder zum nächsten. Und einfach bis es nicht mehr geht. Und wir haben ganz tolle Sharing-Möglichkeiten. Das heißt, wir können dieses Update jetzt zum Beispiel Farmville von Zynga, ist jetzt eben im App Store erhältlich. Klicken wir hier unten auf dieses kleine Button und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal eine Note, also eine Notiz hinzuzufügen. Das heißt, wir schreiben jetzt irgendwas dazu, zum Beispiel irgendwelche Infos, die uns dazu jetzt gerade einfallen, damit wir die später einfach nochmal haben und nicht vergessen. Dann haben wir Share, dann haben wir hier Delicious, Pinboard, Instant Paper, Read It Later, Twitter, also wir können das Ganze auch twittern, Safari, wir können das Ganze direkt in Safari ansehen, Copy Link, wir können uns den Link direkt kopieren, Mail Link oder Mail Artikel, also eins von beiden, entweder schicken wir an jemanden nur den Link oder den ganzen Artikel und Mobilizer haben wir hier zwei Dinge, wobei ich euch jetzt nicht genau sagen kann, was das ist. Und diese Möglichkeiten haben wir einfach zum Versenden, um das Ganze mit anderen zu teilen. Und das finde ich auf jeden Fall schön gemacht. Sehr schlicht. Das heißt, das Programm startet auch recht schnell. Leckt eigentlich so gut wie nie, weil es muss ja nicht viel laden. Ist schön gehalten, eine schöne Farbe. Dieses grau in bräunlich, leicht bräunlich, so cremefarben. Was jetzt vielleicht auf dem Bildschirm von euch gar nicht so rüberkommt. Aber ich finde auf jeden Fall eine gelungene App. 2,59 € im App Store. Natürlich gibt es bessere Apps, das gibt es immer. Es gibt zum Beispiel in dieser App jetzt nicht die Möglichkeit, Push-Notifications zu senden, wenn was Neues reinkommt, was ich ein bisschen schade finde. Das wird vielleicht in einem Update kommen, denn diese App ist noch recht neu. Und ich würde mir auch wünschen, dass diese App auch die neuen Artikel als Zahl über dem Icon anzeigt, was momentan auch noch nicht möglich ist. So. Und jetzt möchte ich euch noch Airport Mania zeigen. Das ist eine recht lustige App, eigentlich ganz süß gemacht, wie ich finde. Die kostet 79 Cent im deutschen App Store und die ist auf jeden Fall ihr Geld komplett wert. So, Autofokus, hau rein. Das Ganze startet jetzt. Eben die ganzen Entwickler werden jetzt angezeigt. So, Spiel wird geladen. Bitte Sitzgurte anlegen. So, man sieht jetzt schon, die App ist wirklich schön aufgebaut, also vom Menü her, vom Design her wirklich toll gemacht. Das Ganze gibt schon mal direkt eine schöne Stimmung, also man hat recht Lust auf mehr. Und man sieht, das Ganze gibt es auch auf Mac und PC. Ich werde mir das auf jeden Fall noch weiter anschauen, weil dieses Spiel macht wirklich sehr viel Spaß und ich denke, das Ganze auf dem PC zu spielen macht auf jeden Fall noch mehr Spaß, weil es da, denke ich mal, auch von der Auflösung natürlich ein bisschen höher ist, es ist an sich das Spiel ein bisschen größer. Wir haben hier direkt Optionen und alles, das müssen wir jetzt, denke ich, gar nicht großartig anschauen. Da können wir eben Musik einstellen, Soundeffekte einstellen, wie je nachdem, ob wir es leiser haben möchten oder lauter. Wir gehen aber direkt mal auf Spielen. Wenn ihr das Spiel als allererstes startet, kommt ihr zu einem Tutorial, das könnt ihr abbrechen. Ich empfehle euch aber, das Ganze durchzuspielen, weil da erfahrt ihr richtig coole Informationen, die das Spiel an sich ausmachen. Also auf jeden Fall die Informationen, also dieses Tutorial durchspielen und nicht wegklicken. Ich bin jetzt hier schon in Runde 2. Und ich werde das Ganze jetzt einfach mal, oder haben wir hier einen Schnellkurs, können wir den, ja, den Schnellkurs können wir machen, ist ja cool. Dann versaue ich mir jetzt auch hier nicht die Statistik. So, ja, was ist der Sinn dieses Spiels? In diesem Spiel, da müsst ihr ganz einfach Flugzeuge landen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten eben Punkte zu bekommen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr ein Flugzeug landet, dann bekommt das Flugzeug an der bestimmten Position, an der bestimmten Gate sozusagen, eine Farbe. Und wenn ihr später ein Flugzeug mit derselben Farbe genau dort auch landet, dann bekommt ihr Bonuspunkte sozusagen. Wir machen jetzt einfach mal fortfahren. Fortfahren. Da muss noch ein Update kommen. Manchmal ist es nämlich so in der Firma iOS 4. Dass man auch klickt, dann wird das Ganze zwar farbig, aber es passiert noch nichts, dann muss man zweites Mal klicken. Und ihr seht, das Ganze ist wirklich richtig süß aufgebaut, also das Flugzeug auch total toll gemacht auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch was für kleinere Kinder, die das Spiel spielen, aber ich bin jetzt 17 und ich denke, für mich ist es auch völlig in Ordnung. Wir klicken hier einfach das Flugzeug an und klicken jetzt auf die Piste. Und jetzt bekommt das Ganze hier schon die Zahl 1 und wir können es direkt, ich weiß nicht, ob es geht, ja geht, weiterschicken. Das heißt, wir kriegen noch einen Bonus für vorzeitig, weil wir es sofort weitergeschickt haben.
Und das Flugzeug entlädt jetzt seine Passagiere, wie wir hier sehen können. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen warten. Natürlich wird es später schwieriger. Das heißt, man muss da auch, hat da nicht Zeit zum Warten, sondern muss andere Flugzeuge gleichzeitig noch landen und parken, die dann warten müssen, reparieren, auftanken. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht alles sehen können. So, jetzt kriegen wir wieder Punkte, weil er jetzt die ganzen Passagiere einlädt. Und ich klicke den jetzt einfach schon mal an und klicke wieder auf die Landebahn. Das heißt, er startet sofort, wenn er voll beladen ist, los. Und das gibt dann auch wieder extra Punkte. Und ihr seht, das Gate wurde jetzt, ne? Ja, ihr habt es gesehen, ich habe gedrückt, aber es passiert nichts. Vielleicht mal ein kleines Update. Und ihr seht, das Gate wurde jetzt blau. Aber da wird es wahrscheinlich gar nichts kommen. Das war jetzt wahrscheinlich das Tutorial. Geht direkt weiter, okay. Machen wir noch einmal kurz. Nee, ist ja egal. Das Spiel wiederholt sich jetzt eigentlich so. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, es gibt dann ganz viele Möglichkeiten noch zu spielen mit verschiedenen Scores und so ein Zeugs. Auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel, macht sehr viel Spaß. Empfehle ich also jedem zum Download. Das war es also mit dieser App-Review. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen, hören, schreiben uns. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und upsala. So, das ist der Nachteil, wenn man einen Ständer für den iPod verwendet.